ist bei Ihnen überall noch ein gewisses Potenzial, wo Sie also annehmen, dass Ihre Leistung verbessert werden kann. Und ich denke, das ist ein guter Weg, so ein Seminar zu besuchen. Es geht darum, Hilfe heranzuholen. Und Hilfe kriegt man natürlich kostenlos auf jedem Schießstand. Sie bekommen Tipps, ob Sie wollen oder nicht. Die Frage ist nur, was können Sie mit diesen Tipps auf den Schießständen anfangen? Oft beschränken die sich auf schneller schießen oder muss besser anbacken oder reiß mehr durch oder halt mehr vor. Das ist alles wahrscheinlich nicht so hilfreich, dass Sie was damit anfangen können und tatsächlich Ihre Leistung verbessern können. Heute bei diesem Seminar, wir hatten es draußen schon mal ganz kurz angesprochen, ich hoffe nicht, dass Sie mit den Vorstellungen hier hingekommen sind, dass Sie heute dieses Seminar besuchen und perfekt schießen können nach dem Seminar. Das kann ich nicht leisten. Wir sind 20 Leute, wir haben eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Sie werden also auch nicht so sehr viele Wurftauben schießen. Das wird also nur ein Schnuppern sein, ein Einsteigen sein. Sie werden alle treffen heute. Es wird keinen dabei geben, der gar nichts trifft. Das verspreche ich Ihnen. Und Sie werden auch alle was mitnehmen. Wichtig ist aber, wir machen hier einen relativ starken Teil in der Theorie, dass Sie da halt eben darauf achten, ob Sie sich das für sich übersetzen können, dass Sie das auf Ihre eigene Schießtechnik umsetzen können und dass Sie Ihre eigene Schießtechnik dementsprechend umstellen. Das wäre mir also sehr wichtig, dass Sie nicht sagen, okay, schießen lernt man nur durch Schießen, was irgendwo nicht richtig ist. Man könnte sagen, treffen lernt man nur durch Treffen, das würde passen, aber schießen lernt man durch Schießen. Es gibt Leute, die schießen seit 30 Jahren und können es immer noch nicht. Und die gehen regelmäßig schießen, weil ihnen niemand gesagt hat, was ist das Elementare, was ist das Grundsätzliche bei dieser Technik des Flintenschießens. Und da möchte ich also ansetzen. Es gibt beim Flintenschießen einen sehr starken individuellen Bereich. Sie werden auf dem Schießstand beobachten, es sind Schützen dabei, die recht gut schießen, aber der eine steht komplett steif und gerade da und kaum was und der andere, der schart dreimal mit den Hufen, stellt sich dann in so eine Angriffshaltung, als ob er gleich auf die Taube springen wollte, reißt das Gewehr hoch, schießt und trifft auch. Völlig gegensätzliche Geschichten, beide treffen, irgendwas kann da nicht richtig sein. Es geht darum halt eben herauszufinden, was ist wirklich elementar wichtig und ich nenne das die Grundschule des Flintenschießens. Das, was wirklich wichtig ist, die Basis und das sind im Grunde nur 4 oder 5 Sachen, die zu berücksichtigen sind. Das reicht. Das Wichtigste beim Flintenschießen ist das Sehen. Wer blind ist, kann niemals ein sich bewegendes Ziel treffen. Wer gut gucken kann, hat da keine Probleme mit, aber zwischen blind und gut gucken ist halt eben ein recht großer Spielraum. Und es hilft halt eben, wenn man sich mit 2, 3 Leuten mal zusammenstellt und irgendwo auf eine gewisse Entfernung ist dann Schild. Dann fragt man mal den anderen, kannst du da hinten das Schild erkennen? Kannst du lesen, was auf dem Schild steht? Und dann wird man feststellen, dass es da Unterschiede gibt. Der eine kann auf die Entfernung problemlos die Schrift noch erkennen und der andere sagt, welches Schild? Und man kann natürlich auch zum Optiker gehen oder zum Augenarzt und sich testen lassen. Aber es hilft manchmal wirklich so dieser Vergleich, um halt eben zu beurteilen, kann ich eigentlich gut genug gucken oder nicht. Wenn Sie da Schwierigkeiten haben, gehen Sie in jedem Fall zum Optiker, lassen sich eine Brille machen fürs Schießen oder Kontaktlinsen. Und diese Brille braucht nur eine einzige Stärke haben, nur für das Weitsehen. Sie können, wenn Sie Brillenträger sind, auch keine Gleitsichtbrillen, bifokalen, trifokalen Brillen gebrauchen fürs Flintenschießen. Das funktioniert nicht, weil der Optiker legt ja den Bereich für das Fernsehen in diesem Bereich vor die Pupille, sodass Sie mit normaler Kopfhaltung sagen können, schau mal da hinten das Reh, schau mal da oben steht die Gams im Berg. Das funktioniert wunderbar. Beim Flintenschießen müssen Sie aber den Kopf nach rechts und nach unten bringen und gucken praktisch an der Nasenwurzel vorbei. Und da legt der Optiker nicht den Fernpunkt hin, weil sonst müssten Sie die ganze Zeit so durchs Leben gehen, was wahrscheinlich dann recht mühsam wäre. Also ein Stärkenglas. Wichtig ist bei der Brille darauf zu achten, dass Sie eine große Brille nehmen, eine Sportbrille,
Ideal sind solche Pilotenbrillenformen. Dabei ist wichtig, dass die Linsen möglichst nah über der Nasenwurzel zusammenkommen und dass das Glas so groß ist, dass die Augenbrauen mit abgedeckt werden. Warum? Wenn Sie mal den Kopf etwas weiter nach rechts nehmen und das Kinn etwas zur Brust nehmen. Und jetzt gucken Sie mal zu mir, ohne den Kopf zu bewegen. Wo gucken Sie jetzt her? Nicht mehr durch die Brille, richtig? Ja. Das heißt, Ihre Brille ist zu niedrig. Wenn Sie sie jetzt ein bisschen nachschieben würden, auf der Nase, ein bisschen weiter nach oben schieben würden, würde es vielleicht gerade noch gehen. Ja? Also es muss eine gewisse Größe haben. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich mit der Brillengröße schwierig. Das könnte gehen. Bei Ihnen sicherlich, Sie gucken ja jetzt schon sehr nah oben am Rand. Ja, wird das also auch nicht so ideal sein. Versuchen nachher auf dem Schießstand, soweit es geht, nach oben zu schieben. Wenn Sie sich trauen, können Sie auch die Nasenstege ein bisschen nachdrücken. Ich übernehme da aber keine Garantie, wenn die abbrechen. Ansonsten investieren Sie die 80 Euro, die es kostet. Sie sind nicht so teuer. Ein Einstärkenglas mag Ausnahmen geben bei bestimmten Korrekturen. Aber leisten Sie sich halt eben eine Jagd- und Sportbrille. Die muss nicht schön sein, muss nur puck die Stubenfliege. Ja. Neben dem guten Sehen ist eine weitere Sache wichtig. Wir haben zwei Augen. Das merken Sie im normalen Leben kaum. Oder haben Sie irgendwie das Gefühl, dass Sie mit zwei verschiedenen Augen gucken? Sie sehen ein Bild, oder? Obwohl Sie zwei Augen haben, haben Sie nicht zwei voneinander unabhängige Bilder, sondern die Bilder werden ineinander geschoben und nahtlos links, rechts können Sie schauen. Beim Flintenschießen müssen wir uns aber festlegen. Schlagen wir mit der rechten Seite an, dann muss unbedingt das rechte Auge das Führauge sein, weil nur dann das Auge über die Waffe schauen kann. Schlagen wir mit der linken Seite an, muss das linke Auge die Führarbeit übernehmen. Es kann nicht funktionieren, dass ich rechts anschlage und mit links führe. Wenn Sie also auf der rechten Seite anschlagen, muss naturgemäß das rechte Auge über die Schiene gucken. Wenn das linke über die Schiene guckt, haben Sie einen Versatz und Sie schießen immer links hoch. Auf der anderen Seite das gleiche, linke Seite, rechte Auge wird immer einen deutlichen Versatz nach rechts oben geben. Jetzt gibt es aber nicht nur Führauge links und rechts. Es gibt auch noch die sogenannte Zentralvision, wo weder das eine noch das andere Auge die Führarbeit übernimmt, sondern so wie bei Ihrem normalen Sehen, sehen Sie praktisch mit einem einzigen Bild, das werden im Gehirn die Bilder von dem rechten und dem linken Auge übereinander gelegt und Sie schauen mit einem theoretischen Auge, was genau auf der Nasenwurzel sitzt. Und ich möchte das gerne mal ausprobieren, dass Sie halt eben alle wissen, ob Ihr Führauge rechts oder links ist oder ob Sie Zentralvision haben oder ob es changiert, ob es wechselt. Was schätzen Sie, wie viel Prozent aller Schützen da Probleme haben? Werfen Sie einfach mal eine Zahl in den Raum. 50? Passt. Ja? 40-50% haben keine eindeutige Zuordnung, Anschlag, Seite und Führauge. Ich möchte das probieren, indem Sie mal einfach den Daumen vor sich, die Hand ausstrecken, den Daumen vor sich positionieren, einer nach dem anderen bitte, den Daumen so weit es geht nach unten bringen. Sie schauen in mein rechtes Auge und wenn ich sage los, bringen Sie den Daumen vor mein Auge. Los, ja, und schneller. Ja, ja, nochmal runter, auf Kommando, los. Ja, und die anderen schauen nur auf seinen Daumen. Nochmal runter, los. Haben Sie was sehen können? Ist Ihnen was aufgefallen? Nochmal. Los. Fällt Ihnen was auf? Er korrigiert. Ja? Der Daumen kommt hoch und wird zur Seite korrigiert. Sie gehen zentral hoch, korrigieren nach rechts. Nochmal. Zack. Ja? Sie gehen praktisch in der Zentralvision hoch und korrigieren oben nach rechts. Wenn Sie sich selber kontrollieren würden, würden Sie hochgehen, dann das Auge zumachen und dann würden Sie feststellen, es passt. Sie haben aber nicht gemerkt, dass Sie korrigiert haben in der Zwischenzeit. Also wenn Sie Schwierigkeiten haben mit den einfachen Geradeaustauben, dass Sie die häufig nicht treffen, wobei Sie sich das nicht erklären können, weil Sie sonst
eigentlich ganz gut damit zurechtkommen. Dann ist meine Empfehlung, probieren Sie einfach das Schießen mit nur einem Auge. Das ist ohne weiteres möglich. Es gibt wirklich viele, viele hervorragende Schützen, die nur mit einem Auge schießen. Wenn es hilft, in jedem Fall ausprobieren. Bei Ihnen bitte auch. Los. Ne, Sie halten beide Augen offen und setzen den Daumen vor mein offenes Auge. Los. Jawohl, jetzt machen Sie mal, bleiben Sie oben dann. Los. Und jetzt machen Sie ein Auge zu. Das andere. Ja. Welches würde treffen? Richtig. Genau. Bei Ihnen sieht es so aus, wie bei diesem jungen Mann. Das heißt, der Daumen steht genau auf der Nasenwurzel. Sie sind typisch für Zentralvision. Weder das rechte noch das linke Auge übernimmt diese eindeutig dominante Führarbeit. Sie müssen beim Flintenschießen das eine Auge zumachen. Wenn Sie Rechtsschütze sind, haben Sie Glück, weil Sie das linke Auge zumachen können. Wenn Sie Linksschütze wären, wäre das etwas schwierig, weil Sie halt eben mit dem rechten Auge Schwierigkeiten haben. Da gibt es Lösungen für, wenn man Schwierigkeiten hat, das Auge zuzumachen. Es gibt solche kleinen Magnet-Bapper, sage ich jetzt mal. Darf ich Ihre Brille missbrauchen? Die legen Sie einfach hier drauf. So. Sie haben jetzt hier praktisch einen Magnetpunkt, wo Sie auf der Linse nach Ihrem Anschlag problemlos verschieben können, sodass Sie, wenn Sie im Anschlag sind, mit dem linken Auge weder die Visierung noch das Ziel sehen können. Der Vorteil von diesen Magnetsachen ist, dass man halt eben auf einer normalen Brille, auch auf einer beschichteten Brille, ohne Beschädigung, ohne Probleme, reversibel diese Sachen aufbringen kann, nach dem Schießen wieder runternehmen kann. Man braucht sich nicht irgendeine Brille fertig machen, die nur fürs Schießen dann permanent abgeklebt ist. Man kann natürlich auch mit Folie oder mit Klebeband, mit mattem Tesafilm, kann man halt eben eine normale Brille nutzen und hier ein entsprechend großes Feld zukleben, damit halt eben das Führauge auf die rechte Seite gezwungen wird. Es ist natürlich so, es kann mit eine Ursache sein für schlechte Ergebnisse, wenn Sie bisher das Auge nicht zugemacht haben, weil Sie es nicht wussten, dass Sie sagen, ich muss mal was tun an meinem Flintenschießen. Damit wäre für diese Gruppe heute das Seminar schon beendet. Vielen Dank. Nein, wir machen weiter. In jedem Fall. Aber Sie merken selber, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist, dass es sehr wichtig ist. Und wenn Sie halt eben nichts tun, wird es schwierig werden. Was tun Sie denn? Sie müssen das nicht zielende Auge, was nicht zielen soll, zumachen. Es kann sein, dass jemand, der normal rechtsdominant ist, wenn er halt eben nach links guckt, mit dem rechten Auge halt eben nicht so gut gucken kann, weil die Nase im Weg ist und das linke Auge dann automatisch übernimmt. Das ist absolut möglich. Deshalb ist auch diese Variante mit diesem kleinen Dots nicht in jedem Falle ausreichend. Es kann sein, dass der Augenhintergrund von dem Umgebungsbild so viel aufnimmt, dass er einfach nicht umschaltet. Deshalb sind auch hier Dots in verschiedenen Durchmessern drin, dass man ausprobieren kann, mit welchem Durchmesser übernimmt das Auge in den Fällen, die ich halt eben benötige. Wenn das nicht hilft, hilft nur entweder zumachen, was das Einfachste ist, oder eine Brille nehmen, die komplett abdeckt. Für einen Anfänger empfehle ich immer die Brille. Ein Anfänger hat so viel Sorge, sich richtig zu verhalten. Da ist auf einmal eine gefährliche Waffe in meinen Händen. Da muss ich immer das Gewehr in die richtige Richtung halten, muss den Instruktionen von der Aufsicht halt eben folgen. Dann soll ich auch noch treffen. Muss überlegen, wie schwinge ich, wie stelle ich mich hin. Und wenn ich dann auch überlegen muss, ich muss auch noch rechtzeitig mein Auge zumachen, ist das vielleicht einfacher, wenn ich permanent das Auge mit einer Brille zumache. Einfach abgeklebt, fertig, dann brauche ich darüber nicht mehr nachdenken. Auf der Yacht wird das natürlich so in der Regel nicht gehen. Auf der Yacht muss man sich halt eben eine Routine eingewöhnen, wann wird das linke Auge zugemacht. Und das ist eine elementar wichtige Sache. Wann machen Sie das linke Auge zu? Dazu müssen Sie wissen, wie Sehen funktioniert. Wenn Sie eine Tontaube fliegen sehen,
glauben die meisten oder ja, die meisten Menschen, dass sie die Tontaube auf jedem Zentimeter des Fluges sehen. Dem ist aber nicht so. Sie sehen die Taube an verschiedenen Stellen und aus den Einzelbildern, sie haben 16 Bilder pro Sekunde, die vom Auge an das Gehirn gemeldet und dort abgespeichert werden, aus diesen Einzelbildern ergibt sich ein Film. Wenn die Taube jetzt mit 16 Meter pro Sekunde fliegen würde, dann würden Sie die Taube auf dem Meter 1, Meter 2, Meter 3, Meter 4, Meter 5, Meter 6, Meter 7 entsprechend sehen. Sie sehen die Taube nicht auf 1,50 Meter oder 4,50 Meter oder 7,50 Meter. Sie sehen sie nur auf 6 oder 7 Meter. Dazwischen sehen Sie die nicht, weil Ihre Bildfolge nicht ausreicht. Und das ist ein Problem. Sie haben sicherlich schon mal davon gehört, dass Leute stehen bleiben, dass sie halt eben nicht durchschwingen. Und 100% die Ursache für Stehenbleiben ist, dass der Schütze den Blick vom Ziel wegnimmt. In dem Moment, wo der Schütze auf das Korn guckt, bleibt das letzte Bild erhalten, was er von der Taube gesehen hat. Darauf sind wir programmiert. Das heißt, das Bild bleibt so lange stehen, bis das nächste Bild das vorige Bild überlagert. Gucke ich nicht mehr hin auf die Taube, sehe ich auf meiner Netzhaut, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, sehe ich die Taube noch und ich schieße auch auf die Taube, auf die ich sehe, natürlich. Ich will die ja treffen. Dass diese Taube aber nicht mehr die richtige Taube ist, von jetzt, sondern die Taube von eben ist, das merke ich nicht. Und deshalb bleiben die Schützen stehen. Und das ist halt eben ein Problem. Ich schieße jetzt seit 33 Jahren. Mir passiert das regelmäßig, dass ich halt eben auch gerade so bei den relativ einfachen Tauben immer wieder auf die Waffe gucke und stehen bleibe. Da muss man sich selber in den Hintern so ein klein bisschen drehen und sagen, guck auf die Taube und nicht auf die Waffe, schieß Forscher und dann geht das schon wieder. Der Anfänger merkt es nicht. Sie geben sich alle Mühe und sie möchten es ganz genau machen. Und das ist die Ursache, weshalb es sehr schwierig ist, für diese Schützen Erfolge zu bekommen. Wollen wir heute sehen, dass wir da drüber hinauskommen. Also, was tun, wenn das Führauge nicht auf der Anschlagseite ist? Linke Auge zumachen. Machen Sie das linke Auge zu, bevor Sie abrufen auf dem Schießstand. Da gibt es auch unterschiedliche kontroverse Diskussionen. Ich möchte Ihnen dringend empfehlen, erst das linke Auge zuzumachen und dann abzurufen, dass Sie halt eben von Beginn an, in dem Moment, wo die Taube für Sie sichtbar wird, nur die Verbindung haben, rechtes Auge, Ziel als Rechtsschütze. Und nicht erst Zentralvision, dann anschlagen, dann das Auge zumachen, dann verändern Sie Ihr Führauge. Sie verändern damit Ihre Position. Und bei dem Verändern der Position bekommen Sie Parallaxe. Parallaxe haben Sie alle schon mal gehört. Parallaxe ist die relative Verschiebung zweier Objekte bei sich veränderndem Standpunkt des Betrachters. So ist Kimmel, Korn, Ziel in einer Linie. Wenn ich meinen Standpunkt verändere, passt gar nichts mehr. Ja? Also Kimmel, Korn, Ziel. Ich verändere meinen Standpunkt und alle drei Punkte liegen jetzt nebeneinander, wo sie vorher in einer Reihe gelegen haben. Sie haben das Problem, dass Sie halt eben die Entfernung, die Richtung eingeschätzt haben und auf einmal, kurz bevor Sie abdrücken wollen, verändern Sie Ihre Sicht zum Ziel und alles ist für die Katz. Treffer werden nicht beherrschbar. Sie treffen mal, mal nicht, wissen aber nicht warum. Ganz, ganz wichtig, meine Empfehlung, von Anfang an konsequent das linke Auge zuzumachen. Es gibt Empfehlungen, die sagen, ja, aber man sieht ja mit einem Auge nur die Hälfte von zwei Augen. Das ist richtig. Mathematisch absolut korrekt, dass ich mit zwei Augen doppelt so viel sehen kann wie mit einem Auge. In der Praxis spielt es keine Rolle. Beim Trappschießen wissen wir, vorne auf 11 oder 15 Meter kommt die Taube aus dem Bunker raus, fliegt weg und wenn ich mich nicht beeile, ist sie zu weit. Die Winkel sind links, rechts, unterschiedliche Höhe, alles problemlos mit einem Auge zu managen. Sie müssen nicht die Entfernung schätzen. Sie brauchen auch nicht wirklich die Winkel schätzen, weil Sie kennen Ihre Winkel, die 90-Grad-Winkel beim Trab. Und Sie wissen, Hochhaustauben fliegen nach rechts, Niederhaustauben fliegen nach links, die Flugbahn ist immer gleich. Beim Skeet haben Sie nie das Problem, dass Sie außerhalb Ihrer
Reichweite schießen müssen. Dass sie halt eben wie auf der Jagd wissen müssen, ist die Taube jetzt 30 oder 40 oder 50 Meter weg. Fällt weg. Deshalb können wir auf dem Schießstand problemlos auf das zweite Auge verzichten. Und viele Schützen zeigen uns, dass das wunderbar geht. Was ist der nächste Punkt in der Grundschule des Flintenschießens? Wir fangen unten an. Das heißt, wie stelle ich mich richtig hin? Und da möchte ich Sie, weil Sie gerade hier vorne sitzen, sich mal bitten, kurz hinzustellen. Stehen Sie bequem? Ja. Stehen Sie auch so beim Flintenschießen? Nein. Warum nicht? Weil ich es anders gelernt habe. Okay. Wie stehen Sie beim Flintenschießen? Etwas seitlich. Okay. Vorgeneigt leicht. Okay, wunderbar. Jetzt machen wir mal Gymnastik. Das heißt, Sie stellen sich so wieder hin, wie Sie gerade gestanden haben, setzen die Hände in die Hüfte und drehen den Körper nach links und nach rechts. Und dann merken Sie, Sie können halt eben bestimmtes Maß, nehmen Sie den Kopf mit, also ja, bestimmtes Maß können Sie drehen. Und jetzt versuchen Sie mal weiter zu drehen, dafür müssen Sie aber ein Bein entlasten. Das heißt, wenn Sie nach links drehen, entlasten Sie das rechte Bein, wenn Sie nach rechts drehen, entlasten Sie das linke Bein. Ne, entlasten, ne, andersrum. Wenn Sie nach links drehen, drehen Sie über das linke Bein und entlasten das rechte Bein. Ja, kommen Sie weiter rum. Ja, merken Sie. Jetzt merken Sie, dass das bei Ihrem Stand wunderbar geht. Stellen Sie sich jetzt mal bitte breiter. Machen das Gleiche nochmal. Ja? Sie merken, dadurch, dass er breiter steht, muss er, um sein Gewicht von dem rechten auf das linke Bein verlagern, den Oberkörper stark ausgleichen. Das heißt, dieses breite Stehen ist nicht beweglich. Jetzt stellen Sie sich mal extrem eng und machen das nochmal. Was stellen Sie jetzt fest? Dass die Beine aneinander verketten. Ja? Also so wie Sie am Anfang standen, war am besten, oder? Ja. Ja? Die Engländer nennen das übrigens den Guinness Stance. Stance ist der Stand und Guinness ist Bier. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, Prost. Ja? Ja. Also es ist eine typische Thekenhaltung. Ich sage immer, so wie man an der Bushaltestelle steht und auf den Bus wartet, so stehe ich beim Flintenschießen. Stellen Sie sich bitte nochmal in Ihre Flintenschießhaltung und versuchen Sie jetzt mal zu drehen. Ja? Was stellen Sie fest? Steif. Es geht. Die Richtung geht es, aber da bin ich. Ja? Sie sind steif, weil Sie im Prinzip die Füße in einen Versatz stellen. Und Versatz, Sie kennen alle vielen Dank. Sie kennen alle diese T-Träger, macht das Ganze stabil. Macht keinen Sinn, oder? Jetzt ist es auch noch so, wenn er nach links gedreht hat, hat er über das linke Bein gedreht. Wenn er nach rechts gedreht hat, hat er über das rechte Bein gedreht. Das heißt, ich bin in der Lage, aus meiner Grundposition, ganz bequem, Bushaltestelle, einen Schusswinkel nach links und einen Schusswinkel nach rechts von jeweils 90 Grad mindestens zu machen. Wenn ich mir Mühe gehe, komme ich sogar noch weiter rum. Und was Sie nicht sehen können, von hinten, wenn ich nach rechts schwinge, wechselt mein Schwungbein oder mein Drehbein auf das rechte. Schwinge ich nach links, drehe ich über das linke Bein. Skeet wird hier nicht so stark geschossen, aber es ist so, beim Skeet-Schießen, wo werden die meisten Tauben vorbeigeschossen? Hochhaus oder Niederhaus? Was wird mehr vorbeigeschossen? Niederhaus. Niederhaus wird mehr vorbeigeschossen. Meine Erfahrung eher anders, dass die Hochhaustauben, die praktisch in den Körper reingehen, häufiger vorbeigeschossen werden. Ja? Ich hoffe, also meine Erfahrung sieht halt eben so aus und die Begründung ist, dass nahezu jeder auf dem linken Bein dreht. Und ich habe bei der Hochhaustaube, wenn ich nicht richtig stehe, spätestens an der Mitte ein Problem, dass ich nicht mehr weiter drehen kann. Beim Drehen ist es wichtig, dass Ihr Anschlagdreieck, Ihre Anschlaggeometrie erhalten bleibt. Das heißt, der Winkel aus Waffe, rechter Arm, Schulter, der Rücken und der linke Arm, der bleibt immer gleich. Das heißt, ich verändere hier nichts. Stehe ich falsch und möchte weiter schwingen und komme nicht weiter rüber, dann nehme ich das Gewehr aus meinem Anschlagsdreieck heraus und gucke nicht mehr über die Schiene, sondern links an der Schiene vorbei. Das heißt, das darf nicht passieren
Und das passiert halt eben, wenn ich nach rechts drehe, auf dem linken Bein stehe. Meine rechte Schulter kann nicht zurück. Und irgendwann löst sich der Anschlag auf. Das sollte nicht passieren. Deshalb sehr sorgfältig bei der Ausrichtung arbeiten. Man kann, das zeigen uns viele Spitzenschützen, man kann auch wunderbar treffen, wenn man auf dem linken Bein steht. Aber meine Empfehlung wäre es, zumindest mal auszuprobieren. Und was Sie auch ausprobieren sollten, ist, sich ganz normal hinzustellen. Da oben sehen Sie die Leiste, wo die Decke mit praktisch abgefangen ist. Und ich versuche jetzt mal in einer Stellung, so wie ich beim Flintenschießen stehe, mit dem Führarm an dieser Leiste entlang zu fahren. Dazu nehme ich die rechte Hand auf den linken Ellenbogen und fahre jetzt genau, millimetergenau, an dieser Leiste lang, ohne dass ich mich in irgendeiner Form mehr als einen Millimeter von dieser Leiste wegbewege. Und das geht relativ gut. Die Drehung kommt dabei ausschließlich aus meinen Beinen. Ich drehe, also ich nehme nicht nur die Hand links und rechts, deshalb die Unterstützung rechte Hand auf dem Ellenbogen, damit ich genauso wie mit der Flinte dieses Dreieck hier oben stabil habe. Und kriege das also relativ problemlos hin. Jetzt stelle ich mich mal wie ein Flamingo auf das linke Bein und versuche das gleiche nochmal. Dann werde ich feststellen, dass es viel wackeliger ist. Natürlich stehen Sie nicht nur auf einem Bein, sondern Sie stehen dann 60-40, 70-30 auf dem vorderen Bein. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht Sie drauflegen, wenn Sie das werten sollten. 60, 70, 80. Wie viel ist auf dem vorderen Bein bei Ihnen? Wir könnten zwei Wagen aufstellen. Ja, gut. Also wie auch immer, die meisten legen halt eben das Gewicht auf das vordere Bein. Und je mehr sie auf das vordere Bein legen, desto unsauberer wird die Bewegungsmöglichkeit. Ein zweiter Test, den Sie machen sollten, wir haben jetzt hier nicht die Gelegenheit und die Zeit, würde zu unruhig werden. Aber es geht ja nicht nur um Präzision, es geht auch um Geschwindigkeit, um Impuls. Das heißt, ich stelle mich jetzt wieder hin, in die Mitte von dieser Leiste, bringe den rechten Arm auf meinen linken Ellenbogen und gehe jetzt einmal schnell nach links und gehe schnell nach rechts und mache auch schnell entsprechend links, rechts, Kontrolle. Ich stehe auf beiden Beinen und habe eine sehr gute Körperkontrolle. Stelle ich mich 70% auf das linke Bein, oder 80% bin ich jetzt mittlerweile, ja, mindestens 80, versuche das Gleiche nochmal, dann fällt es mir schwerer, diese Links-Rechts-Bewegung auszuführen. Versuchen Sie es selber mal und werten Sie dann für sich selber, wie Sie das machen. Meine Empfehlung in jedem Falle, nicht so stark auf das linke Bein legen. Die meisten machen dabei auch noch den Fehler, dass sie sich in die Schussrichtung vorbeugen. Und in die Schussrichtung vorbeugen bringt wieder andere Probleme, wo ich gleich nochmal zu kommen werde. Oder jetzt zu kommen werde. Was ist die richtige Haltung des Oberkörpers? Wenn ich so stehe, stehe ich beim Schießen nicht richtig. Warum? Hat jemand eine Idee? Was passiert, wenn ich so schießen würde? Weil durch den Rückstoß der Waffe kriege ich eigentlich eine Tendenz nach hinten. Genau. Das heißt, ich stehe so, bumm, und ich falle nach hinten rüber. Ich brauche also die Oberkörpervorlage, um den Rückstoß aufzufangen. Aber wie fange ich den Rückstoß auf? Es ist die Muskulatur, die hier eine Rolle spielt. Die Beckenmuskulatur ist die Verbindung zwischen Beinen und Oberkörper. Wenn Sie schon mal einen Skispringer beobachtet haben, wie fliegen die in der Luft? Fliegen die so? So. Das heißt, sie haben eine Oberkörpervorlage, um halt eben die Verbindung zwischen Oberkörper und Beinen herzustellen, um stabil in der Luft zu fliegen und nicht da rumzuflattern. Und diese Verbindung brauchen wir auch. Das heißt, der Oberkörper muss nach vorne gebracht werden, damit die Beckenmuskulatur, Gesäßmuskulatur arbeiten kann. Das zweite ist, die Oberkörpervorlage alleine reicht nicht. Ich muss auch noch die Schultern nach innen eindrehen.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Beckenrand im Schwimmbad und möchten einen Kopfsprung machen in das Wasser. Und wenn Sie den Kopfsprung machen, beide Hände vor sich bringen, sind beide Schultern nach innen eingedreht. Bei nach innen eingedrehter Schulter kann der Rückstoß von der Schultermuskulatur aufgenommen werden. Die Schultermuskulatur nimmt den Rückstoß auf, leitet das über Deltamuskel, Rückenmuskulatur, Beckengesäßmuskulatur in die Beine ab. Die Beine sind die größten Muskeln, die wir haben, die können den Rückstoß perfekt auffangen. Der Grund, weshalb viele so hingestellt werden, dass sie den zweiten Fuß so nach hinten stellen sollen, ist ja letztendlich die mehr oder weniger hilflose Methode, jemandem halt eben zu helfen, den Rückstoß aufzufangen. Aber es ist halt eben Second Chance. Es ist nicht die Ursache an sich bekämpft. Wenn ich mich so hinstelle, dann kann ich zwar den zweiten Fuß so nach hinten stellen, aber ich werde niemals vernünftiger Schütze. Das heißt, der Oberkörper muss nach vorne gebracht werden, die rechte Schulter muss nach innen eingedreht werden. Wenn Sie mir beim Anschlagen jetzt mal zuschauen, sagen Sie mir, ob das ein ordentlicher Anschlag ist oder nicht. Sieht das gut aus? Na, was fällt Ihnen auf? Ja, und was sehen Sie jetzt? Vielleicht achten Sie mal auf die Schaftkappe. Was sehen Sie? Ja, die Schaftkappe steht oben aus der Schulter raus. Jetzt kommt der Rückstoß. Ich kann nicht nachgeben, weil die Schulter ist nicht vorne. Und der Rückstoß geht in meinen Oberkörper hinein. Dazu kommt, dass der Rückstoß nicht auf der gesamten Fläche der Schaftkappe auf meinen Körper wirkt, sondern nur auf der Hälfte. Das heißt, der Rückstoß ist doppelt so viel Druck pro Quadratzentimeter, wie es sonst nötig wäre. Lösung, bisschen anders, sich hinstellen. Und wo steht die Schaftkappe jetzt? Ja, die ist völlig unter der Schulter. Schulter kann nachgeben. Sie sollten das zu Hause mal probieren, ohne irgendwas, die Waffe so 10 cm vor und zurück zu schieben, ohne sich sonst zu bewegen. Und in der vorderen Position bleiben und dann absenken, wieder hochgehen, um den Rückstoß aufzufangen. Das hat den Riesenvorteil auch, dass Sie im Schuss den Blickkontakt zum Ziel halten können. Das heißt, wenn jetzt der Rückstoß kommt, beim ersten Schuss, bumm, habe ich nach wie vor Blickkontakt zum Ziel. Stehe ich so, werde ich selber beschleunigt. Und wenn ich beschleunigt werde, verändere ich den Standort, bekomme Parallaxe, kriege Schwierigkeiten mit meinen 16 Bildern pro Sekunde, die mir zur Verfügung stehen, weiter das Ziel zu verfolgen, um einen zweiten Schuss schnell und sicher anbringen zu können. Wichtig, diese Grundhaltung des Oberkörpers. Und der dritte Punkt, warum der Oberkörper nach vorne gelegt werden soll, ist das zentrale Element, dass Sie, um zu treffen, die Laufachse und die Blickachse in einer Linie haben müssen. Ist das soweit klar? Die Linie Auge-Ziel ist die Blickachse. Und die Laufachse ist die Verlängerung des Laufes ins Unendliche. Wenn ich jetzt zum Ziel schaue und das Gewehr guckt irgendwo anders hin, werde ich nicht treffen. Unmöglich. Das heißt, es muss in die gleiche Richtung schauen. Und dazu sollte das in der Senkrechten sein. Und ich starte dann idealerweise auch in der Senkrechten über der Waffe. Das heißt, dass ich die Waffe nicht seitlich in irgendeiner Form reinhebe. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte einen Bauch. Was wäre dann mein Problem? Ja, das Gewehr kann so nicht unter dem Auge geführt werden. Ich kann so nicht mit der Waffe unter meinem Auge starten. Was ist die Lösung? Keine Vorschläge? Meistens kommt der Vorschlag abnehmen. Das stimmt. Das ist eine hilfreiche Methode. Oft ist es auch so, dass mir Schützen berichten, ja, früher habe ich gut getroffen,
Alles wunderbar, aber jetzt, ich komme nicht mehr zurecht, ich treffe nichts mehr. Dann frage ich dann oft, kann es sein, dass sich die Figur etwas geändert hat im Laufe der Jahre? Ja, früher war ich sportlich, rank und schlank. Naja, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen anpassen. Wie geht das mit dem Abnehmen? Keine Diättipps, keine Bange. Slim-Fast-Methode ist, Bauch ist im Weg, Bauch ist nicht im Weg. Ich gehe so weit mit dem Oberkörper in die Richtung meines Standes nach vorne, dass ich mit dem Auge über der Flinte lande und jetzt das Gewehr halt eben in der senkrechten hoch und runter nehmen kann, wo ich vorher eine Bewegung gehabt hatte, dass der Schaft nach hinten reingezogen wird. Und wenn der Schaft nach hinten reingezogen wird, macht die Laufachse im Raum ja eine Seitwärtsbewegung, die ich nicht gebrauchen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Geradeaustaube. Und die Geradeaustaube wird dann so geschwungen im Übertriebenen. Wichtig, Oberkörper so weit nach vorne zu legen, dass das halt eben passt. Dazu kommt jetzt vielleicht noch eine Besonderheit bei den Damen, dass ja die Anatomie in irgendeiner Form berücksichtigt werden muss. Wir haben gelernt, sage ich jetzt mal, dass sie starten müssen mit der Waffe in der senkrechten unter der Blickachse. Bei den Damen ist es so, wenn der Schaft tief startet, müssen sie entweder vorne um ihre anatomischen Besonderheiten oder sie gehen seitlich an, an der Brust entlang. Und das stört immer das geradlinige Anschlagen. Die einzig wirklich seriöse, gute Möglichkeit ist für die Jagd kein Problem. Beim jagdlichen Schießen im österreichischen Jagdverband sicherlich nicht unproblematisch. Die Lösung wäre die folgende: Sie setzen die Schaftkappe an die Innenseite der Brust an, leisen Druck, machen den Rücken rund und stehen jetzt genau über der Waffe und können von hier aus nach oben in die Schulter rutschen. Also nicht außen, sondern innen an der Brust ansetzen. Die Brust ein kleines bisschen dabei wegdrücken. Jetzt kennen Sie alle wahrscheinlich die Schießvorschriften im österreichischen jagdlichen Schießen. Die sagen, der Schaft muss tiefer sein. Ist leider eine Diskriminierung für Frauen und eine Diskriminierung für Kräftige. Es wäre schön, wenn das irgendwann mal weitgerecht angepasst würde. Denn oberstes Ziel beim weitgerechten Jagen ist, dem Wild vermeidbare Schmerzen und Qualen zu ersparen. Und es kann mir keiner erzählen, dass es Sinn macht, in der Jagdausbildung einen solchen Anschlag zu propagieren. Da macht ein solcher Anschlag aus einem hohen Startpunkt mehr Sinn, denn der Hase wird sicherlich so besser erlegt werden können als so. Ich hoffe, dass da so ein bisschen was auf fruchtbaren Boden fällt. Was wir noch nicht so perfekt besprochen haben, ist der Winkel zur Schussrichtung. Was ist damit gemeint? Ich habe eben schon mal gesagt, die Laufachse und die Blickachse müssen übereinstimmen. Stehe ich in einer Ausrichtung 0 Grad zur Schussrichtung, ist das genau meine Schussrichtung, dann muss ja zwischen dem Auge und dem Ziel diese Linie von der Waffenlaufachse übernommen werden. Das heißt, ich müsste das Gewehr hier positionieren. Dann gucke ich genau über die Schiene und könnte schießen. Wäre aber nicht ratsam, hier abzudrücken. Das heißt, Sie müssen sich eine Stelle suchen, wo der Rückstoß besser aufgefangen werden kann. Die richtige Position, wissen Sie alle, ist die rechte Schulter. Aber was habe ich für ein Problem? Wo ist meine Blickachse? Wo ist meine Laufachse? Ja? Laufachse und Blickachse stimmen nicht überein. Ich muss jetzt so ungefähr könnte es passen, Schuss. Dann könnte ich aber auch direkt zu den Zen-Buddhisten gehen, die halt eben aus der dritten Bewusstseinsebene halt eben die Pfeile ins Ziel bringen. Gelingt mir nicht, schaffe ich nicht. Also muss ich was tun. Lösungsvorschlag? Irgendeine, bitte? Kopf schieflegen, gut. Wunderbar. Also 0 Grad zur Schussrichtung, Anschlag, Kopf schieflegen. Wie sieht denn das aus? Ja, wie sieht das aus? Bescheiden, oder? Das heißt, ich kriege nach relativ kurzer Zeit Verspannung. Ich habe ein riesiges Problem, ich kann nicht mit Gehörschutz schießen. Ja, das heißt, da wo mein Ohr vom Kapselgehörschutz überdeckt ist, ist der Schaftrücken. Ich hau mir jedes Mal den Schaftrücken vor meinen Gehörschutz. Wenn Ihnen das passieren sollte, wissen Sie jetzt, Ihre Kopfhaltung ist falsch.
Und jetzt machen Sie bitte nochmal einen Selbsttest. Nehmen Sie mal das G von Grundschule und zeigen Sie mal da drauf. Jetzt nochmal drauf zeigen. Ne, ruhig ausgestreckten Finger, braucht nicht der Daumen sein. Beide Augen offen. Irgendwie passt das, oder? Sie machen ja auch nicht ein Auge zu, wenn Sie sagen, guck mal, da hinten steht eine Gams. Geht, oder? Beide Augen offen halten, Arme runter. Den Kopf so schräg halten, wie Sie irgendwie können, ohne dass Ihnen ein Wirbel rausspringt. Noch schräger. Und nochmal drauf zeigen. Ja? In der Regel haut es nicht mehr hin. Richtig? Ja? Ihr Gehirn ist darauf programmiert, Bilder zu bekommen von zwei Kameras, die auf einer Achse liegen, auf einer Ebene liegen. Sobald Sie über 5 Grad ungefähr herauskommen, verändert sich das räumliche Sehen. Das heißt, diese Geschichte fällt komplett weg. Also muss eine andere Lösung her. Lösung sieht folgendermaßen aus. Das Gewehr ist in der Schulter, rechter Arm und Waffe bleiben. Und ich wandere zu meinem Gewehr, um meine Schulter herum. Was passiert dabei? Was passiert, wenn ich den Winkel zur Schussrichtung verändere? Die Schulter bleibt gerade. Die Schulter bleibt, wo sie ist, aber mein Körper kommt zum Gewehr. Das heißt, die Laufachse und die Blickachse stehen irgendwann in einer senkrechten Ebene. Und wenn ich diese Ebene habe, brauche ich nur noch den linken Arm nehmen, mich etwas nach vorne beugen und habe so eine perfekte, gleichmäßige Anschlagmöglichkeit in der senkrechten unter dem Auge. Ich drehe den Körper so weit, dass Schulter und Auge in einer senkrechten Ebene sind. Und das sind ungefähr 60 Grad. Jetzt können manche mit 60 Grad nicht viel anfangen. 90 Grad ist ein rechter Winkel. Die Hälfte davon 45 Grad. Also 0 Grad, 45 Grad und noch ein Schüppchen mehr. Das sind dann Schüppchen, können Sie was mit anfangen? Ein Schäufelchen. Ja? Etwas mehr sind dann ungefähr die 60 Grad. Und es kommt nicht darauf an, ob das 59 oder 61 Grad sind. Sie müssen sich wohlfühlen. Damit ist im Prinzip die Grundhaltung des Körpers definiert. Was uns jetzt noch fehlt, ist die richtige Haltung des Kopfes. Und auch hier habe ich das Problem, wenn ich den Kopf normal positioniere, kommt der Schaft niemals unter mein Auge. Weil da ist mein Kiefer im Weg. Ja? Hier ist meine Blickachse, da ist meine Laufachse. Auch hier scheidet wieder das Schräghalten aus. Was kann ich denn da für einen Trick ausüben? Nee, nicht rüberlegen. Das haben wir ja festgestellt, dass das nicht funktioniert. Was für ein Trick bleibt mir über? Ja, aber mein Kopf ist ja noch das Problem. Die Körperhaltung ist jetzt richtig, aber mein Kopf, also 60 Grad stehe ich, aber ich gucke immer noch, wenn ich auf Sie anschlagen darf. Gewehr ist leer. Wo gucke ich her? Gucke ich über die Schiene mit dem rechten Auge? Ja, ich gucke von hier drüber. Warum? Weil mein Schaft nicht weit genug reinkommt. Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Sie nehmen den Kopf nach rechts und nach unten und schaffen so Platz für den Schaftrücken. Das heißt, Grundausrichtung 60 Grad, Oberkörpervorlage, Kopf nur ein bisschen nach vorne nehmen, dass ich an der Nasenwurzel vorbeigucke. Das Kinn ist zur Brust genommen und jetzt habe ich Platz für den Schaftrücken. Der geht problemlos nach oben. Ich habe die lose Schaftanlage hier an der Wange. Da ist weder der Kieferknochen noch der Jochbein in der Nähe. Das Jochbein, so dass ich also keine Probleme beim Schießen habe. Ich nehme das Gewehr so einfach hoch. Und das funktioniert nur, wenn ich den Kopf rechts und nach unten nehme. Damit wieder das Problem für die Brillenträger. Ja? Wenn wir das nicht hätten, das Problem, können Sie mit jeder normalen Brille schießen. Wenn jemand eine kleine Nickelbrille hat, der hat den Kopf immer so aufrecht. Und es passiert immer mal wieder, dass jemand kommt und sagt, mein Sohn, meine Tochter hat halt eben einen blauen Kiefer beim Schießen. Woran kann das liegen? Dann sage ich, die Brille ist zu klein. Woher wissen Sie, dass meine Tochter, mein Sohn eine Brille trägt? Ja, wenn eine kleine Brille da ist, muss der Kopf halt eben aufrecht getragen werden, sonst kann ich nichts sehen. Ja, ist also eine mögliche Erklärung. Ganz, ganz wichtig an dieser ganzen Geschichte ist diese Aussage. Die Laufachse muss senkrecht unter der Blickachse sein. Und zwar
von Anfang an, während der Erwartungshaltung, während des Anschlags, während des Schusses, muss immer die Laufachse unter der Blickachse bleiben. Ganz entscheidend. Das ist die Grundschule für das Flintenschießen, mehr nicht. Wie stelle ich mich richtig hin? Jetzt gehen wir an das Anschlagen. Oder hier nochmal ein Beispiel, wie das halt eben aussieht mit der Laufachse. Wir sehen hier einen Schützen, der halt eben sich ganz normal hingestellt hat. Aber das Gewehr ist nicht in der senkrechten unter der Blickachse. Das Gewehr steht seitlich davon. Er hat sich etwas anders hingestellt. Sie sehen, dass der Oberkörper nach vorne gebeugt ist, der Rücken ist rund gemacht worden, die rechte Schulter ist mehr nach innen eingedreht. Und Schulter, Tasche und Auge sind jetzt in einer senkrechten, auch die Waffe befindet sich genau in der senkrechten unter dem Auge. Und angeschlagen sieht das Ganze so aus, er hat genau die richtige Position über dem Korn, vielleicht könnte das Korn noch etwas höher, damit Sie genau in das obere Rohr reinschauen würden. Wenn Sie so eine Übung vorm Spiegel machen, ist es immer wichtig und richtig, dass Sie in das obere Rohr selber reinschauen können. Hier auch übrigens ein erfolgreicher Schütze aus dem Münsterland, wo sehr viel Niederwild auch vorkommt. Auch der macht das linke Auge beim Schießen zu. Also es ist nicht so, dass man unbedingt zwei Augen braucht zum Schießen. Man kann hervorragend auch auf ein Auge verzichten. Das Ganze nochmal dargestellt aus dem fertigen Anschlag heraus nach unten. Immer die senkrechte Waffe ist komplett in der Achse unter dem Auge und geht wieder nach oben in den Anschlag. Elementar wichtig für gutes Schießen. Ansonsten würde das ja so aussehen, dass ich halt eben das Gewehr hochbringe und noch eine seitliche Bewegung mache, die das Ganze unnötig erschwert. Es ist nicht so, dass es keine Schützen gibt, die damit erfolgreich schießen, mit diesem seitlich reinschwenken. Aber es ist halt eben völlig Unsinn, jemandem, der anfängt, das Schießen so beizubringen. Optimale Erwartungshaltung ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Wenn Sie keine optimale Erwartungshaltung haben, tun Sie sich beim Lernen des Schießens viel, viel schwerer. Stellvertretend nehmen wir hier mal Trapp für die Anschlagtechnik. Ich brauche für jede Disziplin, für jede einzelne Taube, brauche ich eine gewisse Strategie, ich brauche einen Plan. Und dazu brauche ich eine gewisse Überlegung, was mache ich hier eigentlich? Was ist das Elementare beim Trapp? Die Tauben fliegen von mir weg, sie fliegen in unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlichen seitlichen Winkeln. Jetzt ist es so, wenn ich mir eine Trapptaube vorstelle, ist das eine flache Trapptaube und das eine hohe Trapptaube. Und irgendwo zwischen da und da werde ich schießen. Ich nehme mal die Mitte und merken Sie sich bitte folgenden Merksatz. Merken Sie sich den Merksatz. Der Winkel im Schuss, dieser Winkel, ist gleichzeitig der Winkel im Start. Sie heben das Gewehr parallel nach oben in die Blickachse hinein und drücken ab, wenn das Gewehr in der Blickachse steht. Das geht nur beim Parallelanschlag. Wir nennen das Parallelanschlag oder parallelsynchronen Anschlag, hier in dem Fall zielsynchron. Was heißt parallel? Das ist relativ einfach. Parallel heißt, meine beiden Hände bewegen sich zugleich. Es ist nicht so, dass die erste Hand zuerst und die zweite Hand danach kommt. Also nicht so in einer Kippbewegung, dass ich also erst den Schaft hochbringe und dann den Lauf hinterher bringe oder dass ich erst den Lauf hochbringe und dann die Waffe hinterher bringe. Was passiert bei diesen Kippanschlägen? Sie sehen, das ist ein Laser, der die Verlängerung der Laufachse darstellt. Und wenn ich jetzt einen Kippanschlag mache, dann ist die Laufachse erstmal weit, weit oben im Himmel. Und dann kommt die Taube unten raus und ich gehe in den Anschlag. Ich hebe praktisch den Schaft hoch. Die Laufachse bewegt sich in einem irren Tempo durch die Landschaft nach unten und muss dann wieder umgekehrt werden, um der Taube zu folgen.
nehme ich im Prinzip einen anderen Anschlag an. Das heißt, ich winke zu weit ab, die Taube kommt raus, ich gehe nach oben, naturgemäß bin ich viel zu schnell, komme über die Taube hinweg nach oben und habe die Mühe, die Taube nachher wieder zu finden. Der kürzeste Weg von A nach B ist eine Gerade. Altbekannter Merksatz in der Mathematik. Das ist mein Startpunkt A, das ist mein Schusspunkt B. In der parallelen Bewegung und nur in der parallelen Bewegung kann ich die kürzestmögliche Strecke von A nach B zurücklegen, ohne irgendwelche Irritationen dabei, dass ich mich aus der Geschichte wegbewege. Und parallel sollte damit einigermaßen erklärt sein. Was heißt aber jetzt zielsynchron? Oder man nennt es auch parallelsynchrone Anschlagtechnik. Stellen wir uns vor, da ist eine Trapptaube. Ich weiß nicht, ob Sie die alle erkennen können. Kann das jeder sehen? Diese Taube kommt ja unten aus dem Bunker raus und fliegt geradeaus jetzt nach oben. Ich möchte die Taube schießen an dieser Stelle. Ich habe die jetzt ein bisschen langsamer gestellt, da starte ich. Ich warte, bis die Taube kommt, hebe das Gewehr parallel nach oben und bin dabei immer im Kontakt zum Ziel. Die Verlängerung meiner Laufachse nimmt das Ziel auf und ich hebe die Waffe genau synchron mit dem Ziel nach oben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, während ich in den Anschlag hebe, zu sagen, bist aber noch nicht drauf. Bumm, bist links daneben. Ich habe die Möglichkeit, in meiner Anschlagbewegung Korrekturen auszuführen. Ich winke ab. Oh, die Taube kommt ja gar nicht da, wo ich bin. Nehme erst die Bewegung zur Taube auf und dann den Anschlag. Simple, einfache Methode. Wenn man sich das überlegt, ist es die simpelste Methode, diese Taube zu schießen. Es erfordert ein gewisses räumliches Gefühl. Gefühl für dreidimensionale Bewegung. Ich muss meine Laufachse denken können. Ich muss sagen, oh, da bin ich. Aber letztendlich, ich nenne das auch den Taschenlampenanschlag. Ich bin mir sicher, wenn Sie eine Taschenlampe in die Hand gedrückt zu bekommen, verfolgen Sie mal den roten Punkt. Hervorragend. Was fällt Ihnen auf dabei, wenn Sie auf ihn schauen? Machen Sie nochmal. Gucken Sie mal auf ihn. Was fällt Ihnen auf? Ja? Stellen Sie sich mal kurz hin. Machen Sie nochmal. Fällt Ihnen dabei auf, dass er nicht so über die Taschenlampe guckt, um die Taube zu verfolgen, sondern dass er das ganz locker macht aus der Hüfte? Weil ich das mit dem Licht sehe. Genau, aber trotzdem, wenn Sie die Taschenlampe anmachen, bin ich mir ganz sicher, aus der Hüfte kann ich also sagen, ich zeige jetzt auf die Preisliste. Ich zeige oben auf die Lampe. Ich zeige auf die Kuckucksuhr. Kann ich aus der Hüfte, wie John Wayne, nee, oder sonst jemand, White Earp, kriege ich das problemlos hin. Und das kriegt jeder hin. Ich glaube nicht, dass jemand Schwierigkeiten hat, mit der Taschenlampe auf ein Ziel zu zeigen oder mit einem Gartenschlauch eine bestimmte Blume nass zu spritzen, damit die Wasser bekommt. Beim Flintenschießen versuchen die Leute meistens, als groben Fehler, zwanghaft zu zielen. Sie versuchen wirklich immer exakt das gleiche Maß zu bekommen. Es wird sehr häufig halt eben extrem angeschlagen, dass sie halt eben den Kopf stark auf die Waffe runterpressen. Das ist alles nicht notwendig. Es ist viel wichtiger, die Linie aufzunehmen. Und du schießt sozusagen nicht, zielst nicht, du schießt bei Leife. Wie schieße ich? Circa. Circa? Circa ist es doch. Ne, ich schieße schon genau. Ja, und schaust du durch die Laufschiene durch? Oder? Die Laufschiene ist bei mir die Straße zum Ziel. Die Laufschiene wird in der peripheren Betrachtung gesehen,
aber ich gucke nicht hin. Aber sie leitet mich zum Ziel. Aber das Korn sieht man schon sehen, oder? Nee. Nein, am Anfang ist das Korn, aber nicht. Ja, das Korn ist nicht die Visierung bei der Flinte. Das Korn zeigt nur, wo die Schiene aufhört. Ja? Ist so. Ich schaue nur aufs Ziel. Genau. Ja. Das nennt man periphere Wahrnehmung. Ja, das heißt, sie gucken auf das Ziel und sehen trotzdem, was näher ist. Dazu gibt es auch einen Test. Gucken Sie mir mal ins Auge. Meine Faust, ist die jetzt in der Senkrechten unter der Linie? Machen Sie das linke Auge zu. Ist die jetzt in der Senkrechten unter der Linie zwischen meinem rechten Auge und Ihrem rechten Auge? Jetzt auch noch? Jetzt ist sie mir rechts. Ja, und jetzt? Ja, wo gucken Sie hin? Immer nur in mein Auge, richtig? Sie sehen trotzdem, ob die Faust halt eben senkrecht in der Linie steht oder ob sie seitlich versetzt steht. Jetzt gucken Sie mal bitte auf die Faust. Wo ist mein Auge? Sehen Sie, ob das die Faust unter dem Auge oder neben dem Auge ist? Sehen Sie mein Auge überhaupt? Das Auge ist hier, ja. Aber Sie wissen nicht mehr, ob es exakt in der Senkrechten ist. Es funktioniert nur, wenn Sie in die Ferne gucken, dass Sie das Nahe wahrnehmen. Wenn Sie auf das Nahe gucken, haben Sie keine Orientierung mehr zu dem Fernen. Das nennt man periphere Wahrnehmung. Also ich schaue immer das Ziel an. Immer den Blick auf das Ziel. Der größte Fehler, den Sie beim Flintenschießen machen können, ist, auf die Waffe zu gucken. Sie werden unweigerlich vorbeischießen. Das ist ein Beispiel für eine parallele Anschlagbewegung. Hier sehen Sie einen Schützen, der halt eben exakt parallel anschlägt. Hier sehen Sie einen Schützen, der halt eben in einem Zickzack-Anschlag ist. Ich weiß nicht, mach mich mal dünner. Können Sie das erkennen? Zielsynchrone Anschlagbewegung, Parallelanschlag. Ein Beispiel dafür noch. Sie lesen in allen Katalogen, in allen Prospekten, lesen Sie, die Waffe ist perfekt ausbalanciert. Was heißt, die Waffe ist perfekt ausbalanciert? Weiß jemand da was mit anzufangen? Es wird überall geschrieben, aber keiner weiß, was eigentlich damit gemeint ist. Ja? Das ist so ein Marketingbegriff. Die Waffe bricht zwischen Vor- und Hinterschaft. Ja. Ja. Das wäre zum Beispiel eine neutral balancierte Flinte. Das ist im Prinzip auch der Punkt, wo man das kontrolliert und misst. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob die Waffe richtig ausbalanciert ist, die Verteilung der Waffe zwischen der rechten und der linken Hand. Die rechte Hand ist immer fixiert über den Pistolengriff, über den Einabzug. Die linke Hand kann hier fassen, da fassen oder dort fassen. Und wenn die linke Hand hier fasst, dann ist die Waffe kopflastig. Was passiert? Ja, ich habe weniger Gewicht hinten, mehr Gewicht vorne. Egal was ich mache, ich werde immer den Schaft mir in der Schulter nach oben rausjagen. Ich versuche das einfach mal neutral, wird immer der Lauf unten bleiben. Ich muss mir also die Stelle suchen, wo das Gewehr in der Balance steht. Das ist ungefähr hier, knapp vor der Mitte des Vorderschaftes der Fall. Greife ich aber jetzt ganz vorne, was passiert? Ja? Ich mache einen Anschlag und komme mit meiner Laufachse über das Ziel und muss das Ziel wieder mühselig suchen. Bei dem anderen Anschlag sackt die Laufachse ab und ich muss die dann auf das Ziel nachpositionieren. In der richtigen Balance, bumm, komme ich sofort auf den Punkt. Und das versteht man unter ausbalancierter Waffe, die Sie natürlich brauchen, wenn Sie einen Parallelanschlag machen. Sie müssen keinen Parallelanschlag machen. Es gibt auch einige Schützen, die halt eben wirklich abwinken, anschlagen und dann von hinten durchschwingen. Auch beim Skeet gibt es diese Schützen, die sagen, da kommt die Taube. Ich gehe erstmal in den Anschlag auf den Punkt hinter die Taube, auf die Flugbahn und schwinge dann nach vorne durch. Da ist die Balance nicht ganz so wichtig. Da ist eher eine leicht kopflastige Balance erforderlich. Für den Schützen, der aber sagt, ich mache den Anschlag so, dass ich auf den Punkt abdrücken kann, der braucht eine neutral zwischen rechter und linker Hand ausgeglichene Waffe. Auch beim Skeet-Schießen, wenn ich also die Bewegung so aufnehme und jetzt schießen möchte, dann brauche ich eine neutral balancierte Flinte und kann keine kopflastige Flinte gebrauchen. Beim Trap, wo ich im Voranschlag schieße, brauche ich natürlich eine vorlastige Waffe.
Wichtig, wir haben jetzt festgelegt, wo ich schieße. Der Winkel im Schuss ist der Winkel im Start und wir haben festgelegt, wo ich starte. Jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, wo ich in meinem Plan halt eben mir überlege, was ich mache, nämlich wo gucke ich hin? Wo ist mein Zielerfassungsbereich? Und da ist beim Trap ist relativ einfach. Sie haben vorne auf der Bunkerkante die Tauben markiert. Und was tun Sie? Gucken Sie auf die Tauben? Nee? Also, wenn Sie auf die Taube gucken, haben Sie das Problem, dass Sie Ihren Blick fokussieren auf 11 Meter. Die Taube kommt aber dann irgendwo in einem Bereich außerhalb dieser Taube auf der Bunkerkante raus. Sie wird niemals an der Stelle erscheinen, wo die Taube auf der Bunkerkante liegt. Also es macht keinen Sinn, die Taube anzugucken, sondern fokussieren Sie Ihren Blick auf die Fläche, wo Sie damit rechnen, dass die Taube sichtbar wird. Also nicht auf die Taube gucken, sondern auf den Bereich davor. Auch beim Skeet nicht in die Luke reingucken, sondern gucken Sie auf den Bereich, wo Sie die Taube wahrnehmen. Beim Skeetschießen sehen Sie auch erst nur einen roten Strich und erst wenn das Auge folgt, erst dann wird aus diesem Strich eine runde Scheibe und dann erkennen Sie auch die Kontur der Taube. Was wir hier machen, ist im Prinzip erstmal nur Visualisierung des Zielbildes. Das heißt, Sie lernen hier nicht das Schießen, Sie lernen hier nur das Treffen. Was heißt Zielbild? Zielbild heißt das Gesamtbild, was Sie im Moment des Schusses sehen. Ihr Blick ist konzentriert auf die Taube und Sie nehmen in der Nähe auch noch die Draufsicht auf die Schiene und eventuell sogar das Korn wahr. Nicht unbedingt bewusst, mehr in dem unterbewussten Bereich, aber es geht darum, das zu festigen. In den wenigsten Büchern, in den nächsten Anleitungen wird überhaupt erklärt, wie viel Schiene Sie sehen müssen. Und meine Erfahrung ist, Land auf, Land ab, dass zu wenig Schiene gesehen wird. Dass die Leute nicht wissen, wie viel Schiene bei ihrer Waffe tatsächlich gesehen werden muss, damit die Gabe, die Mitte der Gabe dahin trifft, wo ich hingucke. Jeder Besitzer einer Büchse mit Zielfernrohr oder mit offener Visierung, jeder Besitzer einer Pistole oder eines Revolvers, was macht er? Der geht als erstes auf den Schießstand, schießt auf die Scheibe, stellt fest, wo sind meine Einschläge und richtet danach die Visierung. Sei es die Absehenverstellung beim Zielfernrohr oder Kimme, Korn, die Höhenverstellung, Seitenverstellung bei den Waffen mit offener Visierung. Sie müssen sich bewusst machen, dass die offene Visierung oder die Kimme bei einer Flinte nicht an der Waffe sitzt. Das Visierblatt ist Ihr Auge. Und je nachdem, wie Sie praktisch Ihr Auge positionieren, verändern Sie die Treffpunktlage der Waffe. Und wir haben jetzt mal da vorne an dem Niederhaus eine Taube aufgehängt. Und Sie können jetzt oder gleich Folgendes ausprobieren. Wenn Sie mal ein kleines bisschen Platz machen, reicht schon. Stellen Sie sich gleich mal hin, oder jetzt, diejenigen, die eine Waffe haben, bitte in die vordere Reihe, erst mir zugucken. Durch den oberen Lauf visieren Sie jetzt diese Taube auf der Wand an, dass sie wie bei einem Diopter in der Mitte des Rohres steht, durch das obere Rohr, durch den oberen Lauf. Wenn Sie das jetzt haben, dass Sie da ziemlich genau in der Mitte sind, dann heben Sie bitte jetzt Ihren Kopf so weit, dass die gesamte Taube über dem Korn zu sehen ist. Und zur Kontrolle gehen Sie immer wieder runter, weil Sie ja zwischendurch ein bisschen wackeln. Was Sie jetzt machen sollten, Sie sollten zwischen Korn und Taube etwas Platz lassen. Ich bitte Sie jetzt mal, sich so hinzustellen und den Daumen so auszustrecken, dass der Daumen genau die Unterkante der Taube berührt. Exakt. Auf den Millimeter exakt berührt der Daumen die Taube. Und jetzt bitte mal alle den Daumen oder den Arm nach oben, die dabei auf den Daumen geguckt haben. Entweder permanent oder hin und wieder. Richtig nach oben die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr nicht. Andere haben wirklich nicht auf den Daumen geguckt. Jetzt machen Sie das Gleiche nochmal und lassen aber jetzt zwischen der Taube und dem Daumen einen Taubendurchmesser Platz.
Und vor allen Dingen die, die eben auf den Daumen geguckt haben, prüfen sich jetzt bitte und fragen sich, gucken Sie jetzt noch auf den Daumen oder gucken Sie ausschließlich auf die Unterkante der Taube? Wie sieht das aus? Taube? Taube? Meistens auf die Taube. Ja, das ist genau, aber auch kein Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Methode? Oder ist bei der ersten Methode diese Kontrolle häufiger, dass sie häufiger wechseln als bei der zweiten? Mir hilft der Abstand zur Taube, mich auch tatsächlich auf die Taube zu konzentrieren. Und glauben Sie mir, wenn Sie drei- oder viermal vorbeigeschossen haben und Sie wissen, Sie treffen dann, wenn das Korn genau die Taube berührt, dann werden Sie in jedem Fall auf das Korn gucken, weil Sie es ganz genau machen wollen. Lassen Sie zu, dass Sie Abstand halten zwischen Korn und Taube. Wie viel Abstand spielt überhaupt keine Rolle. Sie können zwei oder drei Taubendurchmesser Abstand lassen. Sie müssen dann nur Ihr Auge entsprechend höher positionieren. Es gibt keinerlei Vorschrift, wie viel Schiene Sie sehen müssen. Jeder kann so viel oder so wenig Schiene sehen, wie er will. Fakt ist nur, die Waffe schießt dahin, wo sie hinschießt. Sehe ich keine Schiene, muss ich das Ziel zudecken. Und gerade für den hohen Anteil der Schützen heute, die mit nur einem Auge schießen können, ist Zudecken völlig fatal. Weil sie haben überhaupt keine Wahrnehmung mehr, sie haben keine Kontrolle mehr. Vor allen Dingen haben sie keine Kontrolle im Schuss. Wenn sie unter dem Ziel abdrücken, mit relativ viel Schiene arbeiten, dann haben sie auch im Moment, wo der Rückstoß auf ihren Körper einwirkt, also in dem Moment, wo geschossen wird, beides im Blick. Sowohl die Taube als auch das Ziel. Sie sehen die Taube zerplatzen und Sie sehen irgendwo, auch wenn Sie nicht hingucken, meine Waffe war an der richtigen Stelle und kriegen diese visuelle Information immer wieder bestätigt und können halt eben auch, wenn Sie vorbeigeschossen haben oder wenn Sie fast vorbeigeschossen haben, beim nächsten Schuss korrigieren. Rechts von der Fahrspur, oberes Drittel von dem Wall, fliegt die Taube. Das heißt, Ihnen ist bekannt, wo Sie schießen. Sie stellen sich jetzt hin mit 60 Grad zur Schussrichtung. Das ist in etwa die linke Kante von dem blauen Container da vorne. Zu diesem Container richten Sie sich aus. Dann machen Sie eine kleine Verbeugung. Ich brauche Patronen. Machen Sie eine kleine Verbeugung und bringen das Gewehr vor die Brustwarze praktisch in der senkrechten unter das Auge. Der Winkel in dieser Startposition entspricht dem Winkel im Schuss. Dann heben Sie das Gewehr in den Anschlag. Ich komme von der Seite und halte meinen Finger hier drauf, dass Sie ein Maß bekommen, wie viel Schiene Sie sehen sollten. Sie haben zwar jetzt gesehen, die einen oder anderen, wie viel Schiene man sehen muss. Ich zeige das aber noch an. Und ich zeige auch an vorne, wie groß der Abstand sein soll zwischen Korn und Taube, wenn Sie die Taube verfolgen. Und jetzt achten Sie bitte mal, wenn ich schieße, nicht darauf, ob ich die Taube treffe oder nicht, sondern achten Sie sehr genau auf die Mündung, auf das Korn. Okay? Los! 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 Was haben Sie festgestellt? Ganz kurz. Also ich habe mich nicht bewegt. Das konnten Sie alle eindeutig feststellen, sondern es war Bewegung in der Waffe drin. Was ich gemacht habe, in dem Moment, wo die Taube über meinem Lauf sichtbar wurde, in dem Moment, wo die über das Korn herausgekommen ist, habe ich vermieden, die Taube durchzulassen, dass ich dann mit großer Geschwindigkeit der Taube hinterher muss. Weil ich habe versucht, wirklich sofort den Anschluss zu finden und in einem definierten Maß ungefähr mit diesem Abstand der Taube zu folgen, unter der Taube zu bleiben. Und wenn ich mir relativ sicher war, dass ich die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Bewegung hatte wie die Taube, habe ich abgedrückt. Und wenn Sie als Erster sich opfern, ja, macht nichts. Sie fangen an. Richten Sie sich genau zu mir aus. Stellen Sie sich
genau mir gegenüber. Kommen Sie näher, kommen Sie näher, kommen Sie näher. Und stellen Sie sich mir genau gerade gegenüber. Jetzt machen Sie zu mir eine kleine Verbeugung, weil wir höfliche Menschen sind. Und jetzt nehme ich Patronen in die Waffe. Sie machen die Waffe zu. Heben das Gewehr vor die Brustwarze. Und jetzt machen Sie mir das linke Auge zu. Brustwarze ist etwas tiefer. Das linke Auge zu. Und achten Sie mal, gucken Sie nach vorne. Achten Sie mal darauf, ob Sie genau in der Senkrechten über der Waffe stehen. Wenn nicht, nicht die Waffe verändern. Zu mir mehr verbeugen. Zu mir. So, stehen Sie jetzt über der Waffe. Ihr Rückgrat ist jetzt etwas verkrümmt. Ich darf Sie anfassen? Ja, ja. So, die Schultern noch mehr nach oben ziehen, nach innen eindrehen und das Gewehr in den Anschlag heben. An die Schulter. An die Schulter und den Kopf an die Waffe dran. Hier rein. Den Kopf an die Waffe legen, dass Sie gerade über die Schiene schauen. So viel Schiene sehen, dass das Korn meinen Finger berührt. Haben Sie Kontakt zwischen Finger und Korn? Kinn rauf, Kinn runter, kann das steuern. Ja, dass der Finger und Korn sich berühren. Haben Sie? Ja. Okay. Zwischen Korn und Taube lassen Sie so viel Abstand und führen praktisch, wenn die Taube kommt, in der Bewegung die Taube nach. Okay? Bleiben Sie so im Anschlag, bitte. Ein bisschen noch den Oberkörper vorbeugen. Die Taube kommt. Sie greifen schon in den Abzug, entsichert ist. Entsichert ist. Entsichert ist. Wenn die Taube kommt, verfolgen Sie die Taube, in der gleichen Geschwindigkeit mitfahren und abdrücken. Taube kommt. Bleiben Sie vorne. Er ist jetzt nach hinten gefallen, weil er die Hüfte vorgeschoben hat. Die in der Hüfte noch mehr Spannung, mehr Rücken rund machen, den Rücken noch runder machen. Machen Sie mal einen Buckel. Jawohl. So, an der Stelle starten und in der Synchronbewegung mitfahren. Dabei etwas höher starten. Dabei ist wichtig, dass Sie nur auf die Taube gucken, nicht auf die Waffe. Taube kommt. Ja. Nochmal das Gewehr bitte runternehmen. Kamera verletzt. So viel Schiene sehen. Okay, hier. Mit der Schiene. Bitte? Mit der Schiene bin ich mir da jetzt nicht sicher. Berührt das Korn den Finger? Oberkante Korn berührt unterkante Finger? Ja, jetzt schon, ja. Ja? Mehr Vorlage, dass Sie den Rückstoß auffangen können. Ja, noch mehr. Halten Sie gegen. Sie müssen aufhalten, dass das Gewehr nach hinten kommt. Jawohl, so. Okay. Finger an den Abzug. Ja. Etwas höher starten, etwas weiter rechts minimal. Taube kommt, verfolgen und schießen. Ja? Das Problem bei Ihnen ist, Sie gucken zwischendurch aufs Korn. Bitte, wenn Sie absenken, hinten auch absenken, dass die Waffe immer dahin zeigt, wo nichts passieren kann. Links drüber. Wie war das mit dem Auge? Ist wieder auf dem Kopf. Ja? Okay. Ursache? Für Auge wechselt. Ja, deshalb links drüber geschossen, wobei Sie jetzt schön mitgegangen sind, weil Sie ja vorher gelernt haben, dass Sie halt eben eine relativ gute Wahrnehmung haben, wenn Waffe und Taube sich zusammen bewegen. Weil Sie dann mehr Bilder pro Sekunde an das Gehirn übermittelt bekommen und sehen, aha, kann passen, drück mal ab. Okay? Vielen Dank. Nächste bitte. Korn berührt praktisch meinen Finger und das Korn ist unterhalb der Mitte von der Linse. Jetzt haben Sie das Zielbild, was Sie nachher bei der Taube brauchen. Und Sie brauchen dann nur noch zwischen Korn und Taube so viel Platz lassen, dass Sie mit der Waffe genau exakt der Taube folgen. Okay? Füße parallel stellen. Sie haben jetzt einen leichten Ausfallschritt. Genau parallel stellen. Ja? Zu mir leichte Verbeugung machen. Gewehr zumachen, vor die Brustwarze setzen, in die Senkrechte kommen, beide Beine belasten, 50-50 Gewichtsverlagerung, das Gewehr in die Schulter heben. Ja, die Schaftkappe wird schön von der Schulter umschlossen. Korn berührt meinen Finger. Zwischen Korn und Taube, wenn die Taube fliegt, in gleicher Geschwindigkeit unter der Taube herfahren und wenn Sie der Meinung sind, ja, passt so ungefähr, dann drücken Sie ab. Entsichern, mache ich für Sie. Und jetzt bitte konzentrieren, die Taube kommt und den Abstand zur Taube nicht so groß werden lassen, direkt folgen. Taube kommt,
Die nächste Taube wieder. Taube kommt etwas höher starten, bitte. Dass sie halben Wall schon fast haben. Kommt. Okay, dann machen Sie bitte noch ein paar Mal. Sie merken anhand der Treffer, ob Sie voll drauf sind oder nicht. Die Taube ist jeweils in zwei Stücke gegangen, das heißt, wir haben noch nicht genau die Mitte der Gabe. Kontrolle, Korn berührt meinen Finger, Taube kommt, Taube kommt. Okay, das war schon ein satterer Treffer. Der erste war ein Fehler, den vergessen Sie. Von einem Fehler lernen Sie nicht. Sie dürfen nur den Treffer als Bild abspeichern, wie sah das aus, als die Taube kaputt ging. Beretta ist der Hersteller, der mit Abstand die meisten Medaillen bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften und bei Olympiaden erzielt hat. Seit über 50 Jahren im Sport aktiv. Und die Kunden von Beretta erfreuen sich weltweit einer sehr, sehr großen Wertschätzung. Es wurden wirklich extrem viele Erfolge damit erzielt und das hat seinen guten Grund. Ein Grund ist, dass die Waffen sehr leicht zu schießen sind, dass sie sehr gut beherrschbar sind, dass sie einen guten Schaft haben, der in der Jugendarbeit ohne Probleme auch an Heranwachsende verwendet werden kann, so dass sie halt einfach mit dem Schießen beginnen und mit dem Treffen beginnen können. Eine der Besonderheiten der Beretta-Flinten ist die Verschlusskonstruktion. Sie sehen hier, dass der Scharnierpunkt nicht unter dem Lauf liegt, sondern in der Höhe fast der unteren Laufachse. Das sorgt dafür, dass ich eine sehr niedrige Bauform habe. Ich brauche nicht eine Basküle, die so hoch ist, dass die Verlängerung der Laufachse unten drunter den Scharnierpunkt übernimmt, sondern der Scharnierpunkt ist tatsächlich innerhalb des Radiuses. Dadurch ergibt sich eine günstige Kraftübertragung. Die Abziehkräfte des Laufes werden von den Flanken aufgefangen und oben von diesem Querriegel abgestützt, dass das Aufkippverhalten der Waffe aufgefangen wird. Diese Verschlusskonstruktion im Zusammenhang mit entsprechend speziell konstruierten Laufprofil, Übergangskonus und Chokes sorgen dafür, dass im Schuss der Schütze besser wahrnehmen kann, wo sein Treffer sitzt. Nicht wahrnehmen, wo er vorbeigeschossen hat, sondern einfach die Lage der Schrotgabe besser erkennen kann. Durch diese günstige Verschlussgeometrie bleibt die Waffe im Schuss relativ ruhig. Die Bewegung geht fast nur nach hinten. Es gibt kaum Mündungshochschlag. Mündungshochschlag stört die Sicht zum Ziel und stört die Wahrnehmung des Schützen, wo der Treffer gesessen hat. Mit einer ruhig reagierenden Waffe geht die Waffe in den Rückstoß und der Schütze behält die freie Sicht zum Ziel. Das ist einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg von Beretta-Flinten. Es gibt nicht viele Waffenmodelle, die eine ähnliche Verschlusskonstruktion haben. Was sind so vielleicht ein paar Kriterien, die man beim ersten Waffenkauf von Anfang an berücksichtigen sollte? Man kann sich da an einer Sache orientieren. Die Waffe, die als Gebrauchtwaffe am begehrtesten ist und die Waffe, die als Gebrauchtwaffe die höchsten Preise erzielt, ist die Waffe mit der höchsten Wertstabilität. Und Wertstabilität kommt nicht von ungefähr. Das ist bei den Autos genauso wie bei Uhren oder anderen Gegenständen, die eine größere Haltbarkeit haben. Eine gute Flinte wird sich auch nach vielen Jahren noch auf dem Markt mit einem recht hohen Preis verkaufen lassen. Bei Beretta kann man sagen, wenn die Waffe neu gekauft wird, 15 bis 20 Jahre geschossen wird, kann man die Waffe zum gleichen Preis weiterverkaufen, wie man damals bezahlt hat. Und das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr starker Ausdruck an Werthaltigkeit und Wertschätzung. Christian Schulte für Jagd und Natur TV.